Okay Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Snow Village. Heute mal wieder alleine und oh, meine Schneemänner sind ja noch da, weil ich glaube, einer ist irgendwie abgehauen zwischendurch. Ja, ich habe jetzt gestreamt nochmal und direkt danach nehme ich ja auf. Ist jetzt der 26.12., ne? Und ja, ich habe halt versucht, ein bisschen was noch zu schaffen. Ich war jetzt aber 6 Tage auch nicht online zwischendurch und ich hoffe mal, dass ich, ja, noch einiges jetzt schaffe. Ach du Scheiße, jetzt werde ich ja schon wieder abgeschossen. Der Server läuft halt jetzt nur noch 6 Tage insgesamt. 3 Tage eigentlich nur noch, aber ich werde nochmal um 3 Tage verlängern, damit er auch über Silvester noch weiterläuft. Und ja, das Ding ist, es hat nicht mehr viel Zeit und ich will noch ein paar Folgen eigentlich aufnehmen bis dahin. Ich dachte auch, dass Rietze heute wieder da ist, ne? Und wir aufnehmen können, aber er hat jetzt irgendwie doch die nächsten Monate noch nicht die Möglichkeit, wieder an den PC zu gehen und so. Und deswegen, ja, wird sich das alles sehr lange verschieben. Und deswegen bin ich jetzt aber auch am Überlegen, ob ich nicht doch Snow Village ja, in den Sommer schiebe, auch wenn vieles dagegen spricht, ne? Und ich das eigentlich echt nicht so vorhatte. Aber ja, es geht irgendwie, glaube ich, nicht anders, weil ich will mir jetzt nicht wieder irgendwelche anderen Projekte ausdenken, ne? Und so und mir irgendwas an den Haaren herbeiziehen. Da lege ich lieber Snow Village in den Sommer, ne? Dass es dann doch alle zweimal die Woche kommt, ne? Oder irgendwas, ne, da lass ich mir was einfallen. Vielleicht doch einmal die Woche, aber dafür dann halt länger oder so, ne. Ist halt blöd, ne, weil es halt nicht passt, aber auf der anderen Seite kann man es ja auch als Abkühlung sehen, ne, von der Hitze oder so, die ja dann wahrscheinlich wieder herrscht im Mai und so. Ja, ist halt auch so eine Geschichte. Natürlich ist es sehr weihnachtlich alles, ne, und das passt dann halt nicht. Und mein Mausrad dreht mal wieder verrückt, weswegen ich innerlich ausrasten könnte schon wieder. Aber naja, so, ich werde das wahrscheinlich eh in einem anderen Video dann nochmal angesprochen haben. Und ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Also ich habe hier ein bisschen im Stream noch einen Weg gebaut hier hoch, ne. Und zwar ist da unten jetzt auch eine Treppe entstanden, da gehe ich gleich hin. Jetzt mache ich aber erstmal hier noch diese Dinger hier weg, ne, an der Stelle. Ja, ich muss jetzt hier viel mit den Tasten arbeiten, damit ich nicht dieses schreckliche Mausrad verwenden muss, weil das ja irgendwie gar nicht geht. Und ja, ja, soll ich das jetzt so machen? Ich glaube, das sieht ein bisschen überladen aus, ne? Also es passt irgendwie gar nicht. Ja, ich weiß halt nicht. Ich glaube nicht. Ich mach das mal weg und die Fackel kann an sich auch weg, weil ja hier direkt ein Licht ist. Also da verstehe ich den Sinn der Fackel auch schon wieder nicht. Obwohl, ich glaube, ich hatte die alle gleichmäßig angeordnet. Ja, Moment. Ja doch, das hatte schon Sinn. Aber ja, ich glaube, die passt ja nicht mehr her. Die kann man dann doch mal weglassen und ja. So, jedenfalls gibt es auch noch Geschenke von Street, die zeige ich auch gleich noch, ne? Habe ich mir jetzt im Stream noch nicht angeguckt. Und ja, das machen wir noch, würde ich sagen. So, und da kommt noch ein Ding hin, ne? Weil das passt halt besser, finde ich. Und ja, so. Da kommt halt dieses Teil hier noch einen höher. Und da kommt da der Zaun drauf. Ich habe immer noch nicht genug. Muss ich gleich nochmal welchen craften. Ja, heute mal wieder eher so eine klassische Folge im 2016er Stil. Weil ich jetzt eben nicht so das Thema habe und alles, ne. Also es fühlt sich an wie damals die Zeit, wo ich immer täglich die Folgen irgendwie aufgenommen habe, ne. Also wo die noch täglich kamen. Und ja, das war auch eine spezielle Zeit. Das hat sich ja dann irgendwann alles geändert, ne? Dass eher immer so Highlight-Videos kommen oder so, oder... Ja, wisst schon, wo ich halt immer sehr viel vor- und nachbereite. War damals manchmal auch, dass ich offscreen was gemacht habe, aber... Das Grundkonzept war irgendwie noch komplett anders, ne? Ja, es hat sich schon um einiges verändert, ne? Und ja, ist schon krass. So, ich will mich auch nicht zu viel spoilern, was Street da gemacht hat. Weil ich die ganzen Folgen noch nicht gesehen habe, ne? Und, ja, deswegen gucke ich da jetzt gar nicht so hin. Ist ein bisschen doof jetzt, ne? Aber ja, da könnt ihr auch mal selbst auf seinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr das sehen wollt, ne? Was da so vor sich ging. Und, ja, da hat er auch was von, ne? Als wenn ich ja wieder alles jetzt zeige direkt, ne? Ist halt dann auch blöd. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. So, ich mach mal hier... Noch ein bisschen sowas, zack. Da mal 18, ja, Alter. Ich komme halt nicht voran, ich brauche unbedingt mehr Holz, ne? Und ich komme nicht zum Farmen und generell nicht zum Spielen. Ich hoffe, das ändert sich die nächsten Tage wieder. Aber die letzten Tage war es echt schlimm, da habe ich nichts geschafft. Aber ja, ich mache demnächst nochmal einen neuen Livestream
Und da sollte es hoffentlich klappen. Das ist übrigens dann die Treppe, die ich noch meinte, ne? Ja, finde ich ganz cool, aber ich finde das hier ziemlich blöd, gemacht hier, dass das so ist, um ehrlich zu sein. Also entweder macht man dann den Block weg, ne? Ja, ich glaube, so ist es schon wesentlich besser. Ja, doch, das ist schon besser. Oder man hätte eher hier eben noch was ändern müssen. Aber ich glaube, da muss ich eh noch was machen. Irgendwie ist das blöd, um ehrlich zu sein. Ja, also es sieht sehr komisch aus, der Weg. Da müsste ein bisschen mehr random sein, mäßig, ne? So in der Art. Und ja, eigentlich hätte ich gar nicht so viel Zaun gebraucht, ne? Weil ich hätte ja hier keinen gebraucht, eigentlich. Nur halt hier, wo es so Sturzgefahr gibt, quasi, ne? Da wollte ich den machen. Obwohl, ich kann ja gucken, dass ich den vielleicht unten noch platziere, also hier an den Seiten. Ne? Vielleicht hier nicht, da braucht man ihn jetzt nicht zwingend, aber an der anderen Seite schon irgendwie. Und ja, da kann ich ja schauen, dass ich vielleicht. Ja, guck mal hier, die passen eigentlich ganz gut. Stone Bricks mal nehme. Ne? Weil es ist halt mal was anderes als immer nur Holz und so, ne? Da hat man auch mal Variation drin. Ja, und ich muss auch mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen mit den Mods arbeite. Weil ich da aktuell noch gar nichts geschafft habe auch. Ja, ich komme nicht dazu, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Es tut mir leid, ja. Es ist alles aktuell so schwierig, ne? Da muss ich aufpassen, dass ich überhaupt noch was hinkriege hier. Und, ja, ich hoffe, das wird alles was, ey, ohne Witz, ne? Ist halt echt schon wieder sehr scheiße eigentlich. Also ich weiß nicht, Snow Village 2 ist einfach auch allgemein von den anderen Leuten her total inaktiv und eigentlich ein kompletter Flop gewesen, ja. Leider. Obwohl das Projekt an sich halt Spaß macht, ne? Und ist auch ganz cool. Und zum Beispiel Street war ja auch aktiv, was ich auch sehr cool fand. Aber ja, sonst war halt kaum jemand auf dem Server und irgendwie hat das sich gar nicht so richtig gelohnt, ne? Ja, da finde ich sehr froh, dass zumindest Street noch auch einige Folgen gebracht hat, ne? Aber der hat jetzt auch schon am 26. aufgehört, was ich auch schade finde. Denn ja, eigentlich geht das Projekt ja noch länger und ja, warum hört er am 26. auf? Also es finde ich halt schade. Und letztes Jahr ging es auch noch länger danach bei ihm. Und das hätte ich halt cool gefunden, ne? Weil das Projekt ist halt danach erst zu Ende. Also ja, es läuft halt noch länger. Und ich weiß nicht, warum er das wirklich nur in der Adventszeit bringt. Also man kann ja auch darüber hinaus. Ich meine, die Adventszeit geht ja bis 6.1. eigentlich. Aber das versteht er immer nicht. Keine Ahnung. Ja. Und es ist ja ein Adventsprojekt und nicht ein Projekt, was nur zu Weihnachten kommt, ne? Da wird es nämlich nur 3 Tage gehen. Vom 24. bis 26. Ne? Und ja, sowas gibt's irgendwie nie. Also ich kenne kein Projekt, was nur so kurz geht, ne? Naja, egal. Ich hoffe mal, dass er das vielleicht mal ändert, falls es noch eine Staffel gibt und er wieder mitmacht, dass es dann auch länger kommt, ne? Das ganze Ding. Und ja, ich mache jetzt hier einfach Folgendes, weil ich jetzt das nicht einsehe, das noch zu farmen, ne? Mache ich das einfach mit Treppen. Und ja, aber ich finde das eigentlich eine ganz coole Ecke hier. Fichtenholz, so. Ja, das kann man an sich machen, ne? Also, es geht, sag ich mal. Und ja, ich weiß auch nicht, was ist hier überhaupt für eine Mine noch? Das habe ich mich auch gefragt. Naja. So, ich würde sagen, ohne euch jetzt weiter auf die Folter zu spannen, oder eigentlich habe ich das die ganze Zeit getan, gehe ich mal in die Kiste hier, ne, und guck, was Street mir geschenkt hat. Genau. Oh lol, Alter, das ist ja einiges. Hier sogar gemeißeltes Bit, Schnee. Okay. Dann hier Eisen. Wie viel Stück sind das? 10, ne? Ja, warte, ich krachte die mal zusammen hier. Genau, perfekt. Und ja, jetzt will ich nochmal gucken, was auf dem Buch ist. Ah ja, Glück des Meeres 3. Okay, nice. Ja, gemeißelter Schnee. Hä, was ist denn das? Also, das ist irgendwie von Chiseln und Bits, ne? Aber. Ja, oh lol, als ob. Ist er aus dem Deco-Craft? Ah, nee, nee, stimmt. Ich weiß, was das ist. Und zwar sind hier irgendwie diese Ecken rausgestanzt, ne? Ja, ich glaube, Street hat mir einfach seinen Müll gegeben, ne? Also, zumindest was das angeht, diese kleinen Dinger hier, weil die sind ja jetzt nicht zu viel zu gebrauchen, ne? Ja, da hat er irgendwie getestet oder so, ne? Und dann
ging's halt ab. Wow, da fehlen jetzt drei. Einfach abgebaut. Scheiße. Jetzt habe ich das Geschenk nicht gewürdigt. Aber ja, Street hat ja letztes Jahr auch nur Müll gekriegt von mir, ne? Wenn du noch wisst. Also in Snow Village 1 mit Rieze, wo wir da Geschenke verteilt haben, da haben wir echt irgendwie nichts gehabt, was wir schenken konnten noch. Und haben dann irgendeinen Scheiß geschenkt. Und ja, war halt blöd, ne? Und da sehe ich es auch ein, dann sowas zu kriegen. Aber ich habe ja auch zusätzlich noch was bekommen, was ich gebrauchen kann. Also Eisen auf jeden Fall. Dann danke dafür auf jeden Fall. Und Knochen. Alles auf jeden Fall nette Sachen. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich mal hier an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein, das wär's und tschüss.